Achso, das ist das hier. Nave. Okay. Da ist Wand. Hier ist Klo. Hier ist Säge. Noch vier. Da hinten ist noch eine Säge. Ich glaube, wir müssen in die nächste Etage. Wir können nicht mit dem Fahrstuhl fahren, weil die Tür zu ist. Wir können halt nur durch Sachen durch. Okay, das heißt, wir brauchen die Katze. Katze? Dankeschön. Raus, Katze, raus hier. War das mit Rennen, ne? Ah, warum? Kann ich hier durch? Tatsache. Und hier können wir raus, richtig? Kann ich als Katze eigentlich da durch? Ja, kann ich. Und da oben lang. Ui. Nein. Ach so, ich muss bei den Damen raus, wa? Wer bist du denn? Zu Hause hinter verschlossener Tür sind wir wohl besser aufgehoben. Okay. Was jetzt? Ach, hör auf. Hier. Aber da ist nichts. Es gibt aber so komische Geräusche. So, hier können wir wieder hochklettern, wie es scheint. So, und hier kommen wir als Katze nicht mehr raus. Das ist jetzt aber der Dachboden. Das ist schick hier oben, ja. So ein Zufall, die Tür ist ein Stück offen. Da ist sie endlich. Warum finde ich nie meine Schlüssel, wenn ich los muss? Ich kann nicht zu ihr durchdringen. Na, wir können uns hier umsehen und dann Besitz ergreifen. Noch zwei Sägen. Keine Möglichkeit. Warum gibt es den Ort hier?
Was würde sie an den Glockenmörder denken lassen? Vielleicht der Glockenmörder selber? Das da? Raus aus meinem Kopf! Verdammt! Wenn du nochmal von mir Besitz ergreifst, dann... Oh, du hast kein Recht, deine ungeklärten Sachen bei Warte mir abzuladen. Warte mal, ich jage meinen Mörder, okay? Jemanden, der vor knapp einer Stunde kurz davor stand, dich anzugreifen. Und wenn... Ups. Sekunde mal. Du kannst mich sehen und hören? Heilige Scheiße. Du bist ein Medium. Na, ich hab vielleicht ein Schwein, was? Ich hab grad die perfekte Helferin gefunden. Was ist nur mit euch Typen und meiner Familie? Den Cops zu helfen, ihren Job zu erledigen, ist kein Privileg, sondern eine Falle. Ich bin nicht deine Informantin, Partnerin oder Freundin. Ich schulde euch nichts. Wenn überhaupt, schuldet ihr mir was. Ja, schon klar. Du bist tough, okay. Aber du bist nicht tougher als er. Du hast gesehen, wozu er fähig ist. Er ist hinter dir her oder jemandem aus deinem Umfeld. Wen auch immer er tot sehen will, der kann froh sein, noch zu leben. Ich weiß, was ich tue. Und du kannst mir helfen, ihn aufzuhalten. Du musst mir nur ein paar Fragen beantworten. Hör mal, es tut mir leid. Was mit dir passiert ist, war furchtbar. Und du hast mir das Leben gerettet. Also, was willst du? Oh, sie kommt zur Besinnung. Aber cool. Wolltest du mich nicht was fragen? Ja, doch. Ich wurde ermordet, als ich diesem Hurensohn zu deiner Wohnung folgte. Also warum würde er nach dir suchen wollen? Dieser Irre hat wahrscheinlich meine Mom gesucht. Und nicht mich. Ich bin ein Niemand. Unsichtbar. Meine Mom und ich haben uns bemüht, damit das so bleibt. Nicht jeder will bemerkt werden, weißt du? Wolltest du mich nicht was fragen? Hat deine Mom gesucht? Was soll das heißen? Sie ist wie ich. Aber sie hat es trotz ihrer Gabe geschafft, ein anständiges Leben zu führen. Das hat sie vermutlich zu einem Ziel gemacht. Beeil dich, Mann. Hör mal, ich bleib... Wo ist deine Mom, Kleine? Vermutlich... tot. Sie würde mich nie verlassen, ohne ein Wort zu sagen, nie. Ich weiß nicht, wo sie ist. Doch der Glockenmörder hat was mit ihrem Verschwinden zu tun. Dass er heute Nacht aufgetaucht ist, beweist das. Okay, wenn er sie umgebracht hat, warum sollte er in ihre Wohnung zurückkehren? Keine Ahnung. Das Schlimmste anzunehmen hat noch nie geholfen. Wolltest du mich nicht was fragen? Kennst du den Mörder? Hast du meinen Mörder vor heute Nacht schon mal gesehen? Irgendeine Ahnung, wer er ist? Ihr Cops habt so wenig Hinweise, dass ihr wahllos Leute fragt, ob sie wissen, wer der Mörder ist? Jetzt verstehe ich, warum ihr so viel Hilfe braucht. Ich frage keine Leute. Ich frage die Zeugin, deren Leben ich gerettet habe. Warum liebst du nicht drauf? Warum hast du heute Nacht in der Wohnung? Schön. Das mal. Dann sag nichts. Ich sag doch was. Okay. Was hast du in deiner Wohnung gemacht? Ich wohne da, Sherlock. Oder tat es, was auch immer. Meine Mutter wird seit ein paar Tagen vermisst. Ich sehe sie nicht so oft, aber sie verschwindet nie einfach. Nicht so. Beeil dich, Mann. Warum lebst du nicht dort? Warum lebst du nicht dort? Wegen Leuten wie dir, die einen ständig um Hilfe bitten. Die versuchen, ein letztes Mal Kontakt mit geliebten Menschen aufzunehmen oder ein verrücktes Problem lösen wollen. Ich liebe meine Mom, aber ich kann nie lange an einem Ort bleiben, sonst finden mich Leute wie du zu leicht.
War auch nicht oft zu Hause, als ich aufwuchs. Ich weiß, es ist hart. Anständiges Leben? Ja. Hey, du kennst sie vielleicht. Sie hat mit den Cops am Glockenmörderfall gearbeitet. Als angestelltes Medium. Als Profilerin. Sorry, Kleine. Da klingelt bei mir nichts. Das habe ich in der Wohnung gefunden. Erwähnt was über irgendein Buch zum Glockenmörder. Und es ist ihre Handschrift. Buch zum Glockenmörder. Wenn sie Profilerin war, ist das wohl das Buch, in dem sie ihre Notizen zum Fall hat. Sollte im Revier sein. Echt? Du bist allein nicht sicher. Jemand muss auf dich aufpassen. Wir Cops finden Vermisste. Ich habe dich gefunden und ich kann dir auch helfen, deine Mom zu finden. Dein Problem ist jetzt auch mein Problem. Keine Chance. Versteh mich nicht falsch. Du hast mein Leben gerettet und das kann ich nie wieder gut machen. Aber deine Probleme sind deine. Meine sind meine. Da sind sie. Viel Glück. Wirst es brauchen. Viel Spaß im Jenseits. Warte mal. Geh noch nicht. Warte mal eine Sekunde, ja? Hör zu. Es geht auch um deine Mutter. Wir müssen zusammenarbeiten. Zusammenarbeiten? Was kannst du schon ausrichten? Du bist tot. Ich komm klar. Lass mich in Ruhe! Ich wette, sie weiß noch mehr. Sie darf nicht abhauen. Es muss einen anderen Weg nach unten geben. Finde heraus, was die Zeuge weiß. Okay, spüre die Zeugin auf. Ich darf die Zeuge nicht aus den Augen verlieren. Nur sie kann mir helfen, den Glockenmörder zu finden. Untersuchung beginnen. Wir kommen wieder mit der Katze raus, ne? Sehen wir sie auf der Karte? Nein. Und hier durchs Fenster. Wir können aber auch hier... Ah, warte mal. Ne, wir können nur durchs Fenster. Müssen wir jetzt lang? Tja, wo könnte sie sein? Kommen wir eigentlich wieder oben in den Schacht, in den Lüftungsschacht rein? Ja, ne? Nee. Kommen wir nicht. Interessant. Heißt, wir haben keine Möglichkeit mehr, dorthin zu kommen. Warte! Komm zurück! Du gehst schon, Liebes? Ja, sorry. Ich komme wieder. Warten Sie nicht auf mich. Sei vorsichtig, mein Kind. Ach nö, saug doch noch ein bisschen Staub. Ups. Oh ja. Okay, ja, das geht auch. Wenn sie sich beruhigt hat, frage ich sie, warum sie hier bleiben muss. Warum gehst du durch die Wand? Warum gehst du da auch durch die Wand? Warum bist du da? Das ist nicht in Ordnung. Das ist gerade überhaupt nicht in Ordnung. Das ist scheiße. Das ist gerade Kacke. Ich komme hier nicht raus. Das ist nicht das Ernstspiel. ich komm hier. Ist es heute Nacht so kalt? Ich komme hier nicht raus. Verdammt, ich kann nicht raus. Wenn sie sich beruhigt hat, frage ich sie, warum sie hier bleiben muss. Das ist so ein Scheiß. Mist. So. Spüre die Zeugin auf. Okay, Katze, du bist dran.
rennt er da einfach durch den Wald. Ich muss vorher rausspringen, damit ich da nicht hängen bleibe. Warte! Komm zurück! Du gehst schon, Liebes? Ja, sorry. Ich komm wieder. Warten Sie nicht auf mich. Sei vorsichtig, mein Kind. So, dann holen wir noch mal. Geh nicht durch die Wand. Lass das. Wow, okay. Oh, ist das gemein. Das ist sowas von gemein. Was? Oh, hab ich mich ja zerschrocken, Leute. Da rechnet doch keiner. Ablenken. Einige Objekte können aktiviert werden, um Dämonen abzulenken. Dies gewinnt ihre Aufmerksamkeit und verschafft ihr eine Möglichkeit zum Vorbeischleichen. Die Raben sind oft nützlich, um Dämonen abzulenken. Drücke, um fortzufahren. Oh, hab ich mich jetzt gerade erschrocken. Dich vor dem Mond zu verstecken, kann dich näher an Objekte zur Ablenkung bringen. Der Kind spricht aus, was ich denke. Es wird gewinnen. Den Dämon ablenken, drücken, um fortzufahren. Nicht da draußen mit all diesen Magen. Zumindest sind wir hier sicher. Ich denke nicht, dass ich der Mistkern in der Nähe. Du musst dich von hinten an den Dämon an, um ihn zu vernichten. Ja, So, wen haben wir denn jetzt hier? Nur einen, okay. Haben wir hier irgendwo die... weg, ja, der ist weg. So, wir sind hier aber noch nicht fertig. Uns fehlen noch zwei Segen. Nur mal so, ne? Das müssen wir irgendwie klären. Ich will die Segen haben. Ich vermute ganz stark, dass die in dem Bereich sind, wo wir hier nicht hingekommen sind. Vielleicht kommen wir ja jetzt hin. Da nicht. Nee, wir kommen hier nicht durch. Was ist das für Quatsch? Doch. Warum komme ich jetzt durch und vorhin nicht? Aber keine Säge hier. Ich sagte ihm, er solle mich nochmal fragen. Ich hatte Glück, dass er mich nicht verließ, nachdem er keine Antwort auf seinen ersten Antrag bekommen hatte. Er muss mich wirklich lieben. Er grinste und kniete sich mitten auf der Straße in eine dreckige Pfütze. Es war ihm egal, denn er wusste, was es bedeutete. Ich hatte die Entscheidung schon getroffen, endlich. Er nahm meine Hand und sagte, willst du? Und ich sagte ja. Ich ließ ihn nicht mal bis mich heiraten kommen. Wir wussten es einfach und lachten. Das war ein sehr gutes Zeichen. Oh, hier kann ich ja runterfallen, ne? Genau. Lass mich raten, ich komme jetzt eigentlich theoretisch gar nicht mehr wieder zurück, ne? Fällt mir gerade auf. Und zwar überhaupt nicht. Okay, das kann natürlich jetzt wirklich bedeuten, dass ich... ja, das nicht mehr machen kann. Schön, schön, super. Nichts weiter, ne? Nein.
Okay, damit ist das besiegelt. Wir werden diese Kurzgeschichte oder diese Story hier nicht schaffen. Weil wenn ich jetzt hier rausgehe, ist es vorbei. Und hier hinten komme ich nie wieder in den anderen Komplex zurück. Das ist ungünstig. Bewahre uns vor der Dunkelheit. Tja. Schade. Wirklich schade. Aber es ist dann mal so. Die sitzt ja immer noch da. Hey, 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 ist okay. Geh einfach nicht zu nah ran. Ich konnte nicht mehr zusehen. Ich musste es aufhalten. Diese Hände, sie haben meine Seele zerrissen. Meinen Geist. Es sind deine Augen. Sie kommen durch deine Augen hinein. Okay, okay, okay. Beruhige dich. Du redest wirres Zeug. Was? Sie kommen dich holen. Okay, da werden wir nicht schlauer drum. Da ist der Creepy Boy. Es bleibt nur der Weg hier raus. Verdammt, was jetzt? Ups. Verdammt. Hätte sich fast zu Tode erschreckt. Also, wo ist sie hin? Welcher Hinweis sagt mir, wo sie hin will? Na, sie hatte Schlüssel. Sie konnte schreien. Lauter Schrei. Identität des Mörders. Mutter der Zeugin wird vermisst. Notiz der Mutter der Zeugin. Die Notiz besagt, die Zeugin sollte das Buch zu den Glockenmorden holen. Geh jetzt und finde mein Buch im Revier. Wir sind nicht mehr sicher. Ich versuche dich zu finden, bevor ich gehe. Geh jetzt. Finde mein Buch im Polizeirevier und schau nicht zurück. Die Zeugin ist auf dem Weg zum Revier, um das Buch ihrer Mutter zu finden. Klar. Ist auf dem Weg zum Revier, um ein Buch zu klauen. Da wird sie kaum auffallen. Hast du gewusst, dass ihre Mom für die Polizei arbeitet? Na gut, erzähl's mir nicht. Ja, SPD-Zentrale, ne? Okay, hier scheint keiner weiter zu sein, das ist gut. So, die haben wir gerettet. Was? Wer quietscht? Hör auf. Jetzt müssen wir wieder den ganzen Weg da hinlaufen, okay. Und die sitzen neu hier. So ruhig. Was für eine verschlafene Stadt. Öde. Nichts passiert hier. Wie weh tut ein Tattoo? Der Korb hatte so viele.
Wie weh tut ein Tattoo? Kann ich leider nicht sagen. Ich habe keins. So, das hatten wir alles. Ich glaube, ja, was heißt glauben? Zum nächsten Punkt. Was ist das? Die Bank. Ach, hier ist doch der Tatort. Guck mal hier. Sind doch die Scherben. Da oben sind wir runtergefallen. So, hier kommen wir leider nicht lang. Wir müssen einen riesen Umweg laufen. Wir haben noch ein... Oh, das habe ich auch übersehen. Wir haben ja noch diesen einen Fall hier, ne? So, 7. Ui. So, mein liebes Kätzchen. Wo darf ich denn hochspringen? Da? Warum hier? Weil hier hinten hoch und da hoch und... Aha! Wow. Guck mal hier. An so einem geheimen Stellen ist der ganze Kram auch noch zu finden. Wahnsinn. Haben wir noch irgendwas? Nee, wir kommen auch mit der... Die Katze bleibt also hier auch im Gebiet, ne? Also wir können mit der nicht einfach so weg. So, was haben wir noch? Ja, aber nix. Bekannt als Haus des Urteils, vormals Residenz des Richters John Hawthorne, 1641 bis 1717, der bisweilen in seinem eigenen Wohnzimmer Gericht hielt und die Angeklagten in seinem Keller einsperrte, wie in Kolonialzeiten üblich. Seine unglückliche Rolle in den Hexenprozessen von 1692 befleckte seinen Namen dauerhaft. Tja. Huch. Da geht's nicht lang. Ach so. Okay. Muss man ja wissen, dass er da nicht lang geht. Hier können wir durch. Hier waren wir auch schon mal. Irgendwo muss doch der Typ mit dem Auto sein. Und zwar da vorne. Das hatten wir alles schon. Die ganzen Hinweise und Beweise müssten eigentlich hier alles in der Nähe rumfliegen. Wie das hier zum Beispiel. Das ist nicht viel, aber immerhin etwas. Die Tankstelle ist nicht weit von hier, die sollte ich mir... Eine SOC-Quittung aus der Unfallnacht. Ist weit hergeholt, aber ich sollte mir die Gegend ansehen. Sehen. So, wo ist die Tankstelle? Kann ich hier irgendwie die Aufgabe auswählen? Nee. Woran erkenne ich, wo die Tankstelle ist? Hatten wir schon mal eine Tankstelle gefunden hier zwischenzeitlich? Ich weiß es echt nicht mehr. Tankstelle? Hier ist bloß die Bank, aber ich glaube, hier hinten ist keine Tankstelle. Aber ich gehe mal weiter hier hinten lang. Da ist der Friedhof. Hier ist keine Tankstelle. Dann gucken wir hier noch lang. Okay, auch keine. Da kommen wir nämlich nicht durch. Hm.
Frage ist, wo ist die Tankstelle? Nee, da geht es nicht weiter. So, hier lang. Hier ist der Unfallort. Wahrscheinlich ist die Tankstelle hier hinter. Da ist die Tankstelle. Sag ich doch. War das eine Krähe oder was das ist? Tankende Frau. Du verträgst ja nicht gerade viel. Die war auch besoffen. Laura war gerade dabei, den Tank aufzufüllen, als sie das laute Geräusch hörte und es abbrach. So merkwürdig. Erst lebendig und jetzt tot. Ach. Wenn Cops schon nicht sicher sind, wer dann? Brad. No, was? Ich will ein Taxi. Was? Oh. Tankstelle. Ja, die SOC. Okay. Scheint, als versuchte Brad ein Taxi zu rufen, aber etwas hat ihn verjagt, bevor es ankam. SOC wird allgemein für eine Abkürzung von Salem Oil Company gehalten. Eine derartige Firma existiert jedoch nicht. Die Initialen stehen für Sons of Charlie, der rechtliche Name dieser Tankstelle, 1928 gegründet von drei Brüdern Chuck, Charles Jr., Sean und Seamus O'Leary, als Automobile üblich wurden. Das Geschäft hätte fast die große Depression nicht überstanden, konnte sich aber als Tarnung für illegalen Alkoholverkauf während der Prohibition über Wasser halten. Und das ist alles amtlich verbrieft, ja? So, ich glaube, wenn, dann ist das hier wieder alles irgendwo... Warum sind hier Bahnschienen? Was ist das hier? Ah, sich übergebener Mann. Rick war vielleicht sturzbetrunken, aber irgendetwas hat ihn trotzdem erschreckt. Was könnte ihn denn erschreckt haben? Diese Fontäne ist der Hoffnung gewidmet, dass die ruhige Stadt Salem für Frieden und Schwärmerei bekannt sein wird. Hier ist nix. Hexenverbrennung, Ausstellung. Schön. So, 3 von 5 Hinweisen. Gibt es einen Zeugen, der den Fahrer gesehen hat? Wenn dann nur Brad... Oder was mit ihm hier? Wenn wir jedem Mörder auf der Straße begegnen, keine Ahnung, was ich tun würde. Na, was würdest du denn tun? Du bist ein Zeuge. Wenn ich das Öl schneller nachkippe, als es ausläuft, hält's bestimmt noch ein Jahr. Okay, du bist kein Zeuge. Aber wenn, muss der Hinweis hier irgendwo rumdümpeln. Hm.
Unglücklicherweise haben wir keine Verhaftung vorgenommen. Wir haben keinen Verdächtigen. Deshalb halten wir die Bevölkerung Salems sehr nah dazu an, die Polizei mit jeglichen möglichen Hinweisen zu kontaktieren. Dafür brauchen wir die Kooperation der gesamten Gemeinde. Mülleimer. Ein schwer verbeugter Mülleimer. Jemand ist entweder ein schlechter Fahrer oder hat es eilig oder ist betrunken. Dann fehlt doch hier noch was. Bruchstück des Rücklichts. Ein zerbrochenes Rücklicht. Ob das irgendwas mit Brads Unfall zu tun hat? So, jetzt können wir Antworten finden, weil wir alle Hinweise haben. Gibt es einen Zeugen, der den Fahrer gesehen haben könnte? Anscheinend wurden alle von dem Knall aufgeschreckt. Was zum Teufel war das? Sie alle haben einen lauten Knall gehört, der sie erschreckte. Wenn ich nur wüsste, was sie gehört haben. Und vor allem, wo? Ist hier gegengeknallt, rückwärts wahrscheinlich gegengerumst. Hier können wir aber nichts weiter machen, ja? Nee, da ist die Sackgasse. Von wo sind wir denn reingekommen? Von da. Wir können mit ihm nichts machen. Hä? Es fehlt noch ein Hinweis. Eieieiei. Ich dachte, wir hätten schon alle. Ein Hinweis fehlt. Scheinbar ein gelbes Auto mit Lackschaden. Hier, gelblich oder so, mit einem kaputten Rücklicht. Ich vermute mal, wir müssen das Auto suchen. Wo? Wie gesagt, es kann sich meines Erachtens, wenn dann nur in der Nähe hier orientieren. Die Polizei weiß es bestimmt nicht. So, das Taxi hier vielleicht. Das ist zu dicht dran. Mr. Burrito ist zu weit oben. Okay, geht auch nicht raus. Da geht's nicht lang. Tja, gute Frage. Wo geht's dann weiter? Nee, du auch nicht. Das ist ein Polizeiauto. Hier stehen noch ein paar Autos rum. Keine Ahnung. Echt keine Ahnung. Wo könnte denn jetzt noch ein Auto von dem Unfall her hier rumstehen?
Wahrscheinlich ist das wieder irgendeine ganz mickrige kleine Sache. Ist vielleicht hier irgendein anderer Hinweis, den wir brauchen? Ich überlege noch, wie er überhaupt den Unfall da drüben hinkriegen konnte. So, das ist klar. Wir sehen auch nichts besser oder schlechter durch das Ding. So merkwürdig. Erst lebendig und jetzt tot. Vielleicht, wenn wir etwas schneller gehen. Ja, okay, wir gehen schneller. Oh, warte mal. Ich wünschte, ich hätte die Tür nicht so zugeschlagen. Das bescheuerte Fenster wird von meinem Gehalt abgezogen. Ich war nur so sauer auf diese besoffenen Arschlöcher. Was glauben die, wer ihre Kotze aufwischen muss? Penner wie die vermiesen das Geschäft. Ich hätte die Frau nie wegfahren lassen sollen. Ich hätte die Polizei rufen müssen. Also, dann ist Brad gar nicht gefahren, es war Laura. Das macht die Sache zwar nicht ungeschehen, aber er wird froh sein, nicht selbst am Steuer gesessen zu haben. Der Kassierer erinnert sich an eine Autofahrerin. Das kann nur eines bedeuten. Dass alle drei tot sind, richtig? Naja, okay. Hätten wir auch das gleich gelöst? Und dann geht's in den wohlverdienten Nachtschlaf. Sagt dir SOC irgendwas? Warte. Ich habe angehalten, um zu tanken. Ihr habt mehr als nur getankt. Der Kassierer war nicht gerade begeistert davon, den Mist von deinem Kumpel Rick wegzuwischen. Du hast sogar versucht, ein Taxi zu rufen. Oh Gott. Davon weiß ich gar nichts mehr. Als der Kassierer rausgestürmt kam, seid ihr abgehauen. Mit Laura hinterm Lenkrad. Also, bin ich nicht gefahren? Oh. Die ganze Nacht war ein Desaster. Es fällt mir schwer, meine Rolle in der Sache zu akzeptieren, aber wenigstens war es nicht allein meine Schuld. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Danke. Und weg ist er. Das Dumme ist, er speichert gerade nicht. Das heißt, ich habe mit ziemlicher Sicherheit beim nächsten Mal wieder das Problem, dass ich die Sachen finden muss. Aber ich weiß jetzt ungefähr, worauf ich achten muss. Nun gut, ja, was heißt die Moral von der Geschichte? Alkohol hinterm Steuer nicht, ne? Nun gut, das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich weiß nicht, wo ich rauskomme beim nächsten Mal, wenn ich starte. Was dann wiederholt werden muss. Da lassen wir uns einfach mal überraschen. Ich danke recht herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Würde mich freuen. Bis dahin, euer Firefox.